Wir sind Jenny und Martin und mit unserem Van auf dem Kontinent Amerika unterwegs. Komm mit auf unsere Reise und lass dich von unseren Werken begeistern. Los geht's! Oh, Entschuldigung. Wir begrüßen euch nach unseren Highlights aus Arizona und Utah, diesmal mit einem Vlog aus dem ältesten Nationalpark der Welt, dem Yellowstone Nationalpark. So sieht's aus. Und wir sind hier im April da. Das heißt, der Park macht eigentlich erst in ein, zwei Wochen auf. Vollständig auf, der hat schon geöffnet, aber du kommst nur über den Nordeingang rein und es ist nur eine Hauptstraße befahrbar und frei. Der Rest ist alles noch für die Besucher gesperrt. Das macht uns aber nichts aus, denn es ist die Zeit für Wildlife und die Bisons kalben in der Zeit und die Bären kommen aus der Höhle. Nicht nur die Schwarzbären, sondern auch die Grizzlybären. Das haben wir erst jetzt erfahren, dass sie auch Grizzlies sind. Unfassbar. Das heißt nicht, dass wir die Garantie haben, einen zu sehen, aber es wäre natürlich der Wahnsinn, mal einen Bär hier im Yellowstone sehen zu können. Und jetzt gerade sind wir hier am Mammoth Cave und die unterschiedlichen Farben, die ihr hier seht, das sind unterschiedliche Organismen, die hier leben. Mikroorganismen, unfassbar. Also hier tobt das Leben und es gibt jetzt schon so viel zu entdecken. Also wir bereuen es keinen Meter, dass wir jetzt trotzdem hier reingefahren sind. Wir mussten nämlich einen Umweg fahren von 2 bis 3 Stunden. Wir kamen aus dem Süden hoch, mussten an dem Westeingang vorbeifahren, komplett in den Norden rechts rüber und dann wieder runter, um an dem ersten Eingang, wo auch der Roosevelt Arch steht, hier in den Park einfahren zu können. Ja? Aber wie gesagt, wir sind nur einmal hier und das lassen wir uns nicht nehmen. Und bis jetzt ist es auf jeden Fall ein Besuch wert, auch zur Winterzeit. Auf jeden Fall. Und es erinnert mich so ein bisschen an Island. Ja, hier das Schwefelfeld oder die Schwefelfelder. Und wie du gesagt hast, an einen Wildpark mit den ganzen Tieren. Also wenn ich jetzt da hingucke, da stehen super viele Rehe. Ja. Und da hinten sind Bisons. Und hier sind wir. Ja. Und also es ist so ein toller Park, schon jetzt, auch wenn nicht alles auf hat. Ja. Der Yellowstone Nationalpark erstreckt sich über 2,2 Millionen Hektar und das geothermische Gebiet, was man im Hintergrund sieht, das sind die Mammoth Hot Spring Terrassen und die fallen eben über solche Terrassen den Berghang hinunter und es sieht total faszinierend aus und dieser Overlook hier war zum Glück nicht geschlossen und den konnten wir mit unserem Auto anfahren. Gestern reingefahren sind in Richtung Yellowstone, haben wir dann das erste Bison gesehen und ich bin dem dann halt so ein bisschen nah auf die Pelle gerückt. Also muss man tatsächlich aufpassen, wir haben uns später erst ein bisschen informiert, dass die Tiere aggressiv sein können und bis zu 50 km/h schnell werden können. Also ich dachte, die sind ein bisschen behäbiger, aber nee, der Schein trügt, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen und da empfohlen wird, 25 Meter Abstand zu den Tieren zu halten und ich sehe das auch
für einen guten Tipp an, das auch wirklich einzuhalten. Weil die sind unberechenbar. Es sind hier wilde Tiere, das sind nicht irgendwie Tiere, die an Menschen gewöhnt sind, sondern die können hier irgendwo aus den Bergen herunterkommen und haben noch nicht den Kontakt mit den Menschen gehabt. Deswegen immer Vorsicht walten lassen. Genau. Und für Wildlife-Fotos und Videografie ist natürlich morgens, ganz früh morgens kommen die Tiere raus und am späten Nachmittag und Abend sind sie dann da. Und ja, ein perfekter Moment, um das eventuell dann aufnehmen zu können. Genau, und das Licht passt ja da zur goldenen Stunde dann eben auch. Deswegen schau mal, heute Morgen sind wir zwar schon früh aufgestanden, aber wir sind noch nicht weit in den Park reingekommen, weil es halt doch nur auf der Hauptstraße so viel zu entdecken gibt. Und jetzt schauen wir mal, dass wir weiterfahren und dann hoffentlich zur blauen Stunde heute Abend so ein bisschen auf die Pirsch gehen können. Und hoffentlich sehen wir dann vielleicht sogar einen Bär. Mal schauen, wie wir das sehen. Genau. Ja. Es gab heute schon Sichtungen. Sind wir mal gespannt. Vielleicht haben wir Glück. Es wäre schon der Hammer. Anscheinend sind die Grizzlies hier dann aktiver. Also, dass man die eher zu Gesicht bekommt wie ein Schwarzbär. Mir wäre es erstmal egal, was für ein Bär, aber ein Grizzly, holy cow, ja, die sollen anscheinend was größer wie in Alaska sein. Schauen wir mal. Wir haben jetzt gerade erfahren, dass dort in dieser kleinen Höhle oder diesem kleinen Löchchen ein Schwarzbär ist mit seinen zwei Babys. Mhm. Total verrückt. Ja. Der war auch vor einer Stunde hier draußen mit seinen Babys für eine kurze Zeit, aber jetzt gerade hat er sich wieder verkrochen. Ich denke, er kommt gegen Abend vielleicht noch mal kurz raus. Ansonsten fahren wir noch mal zurück, denn da war heute Morgen und heute Mittag ein Grizzlybär. Echt, Baby? Nein, echt? Ja. Rumgestanden und haben gedacht, warum steht der große Bulle da im Weg? Der soll sich veräppeln. Ja, der war dann, hat er sich dann anbrunzeln lassen von dem anderen und fand es dann deswegen ein bisschen komisch. Nein, hat er einfach. Ja, so sah es irgendwie aus. So. Oh, da ist es. Was ist das hier? Er kommt weiter, wo er will. Grizzly, right? Oh, that's so awesome.
theoretisch könntest du hier wirklich einen Jump runter machen. Ein paar Sekunden bist du bei dem unten. Oder andersrum, der könnte auch hochrennen. Aber man fühlt sich eben durch die Anhöhe doch ein bisschen sicher. Ne? Mhm. Und ja. Man kann dem ganz entspannt zugucken. Genau, und so nah einfach einem Grizzly kommen ist unfassbar. So Leute, wir sind wieder im Auto, es wird langsam dunkel. Und hier kalt. Wir haben einen Grizzly gesehen. Was geht ab? Die ganzen Leute hier sagen alle, wenn du jetzt hier auf die Distanz einen Grizzly siehst, das ist wie ein Lottogewinn. Also das war echt der Hammer, oder? Ja, also damit haben wir gar nicht gerechnet. Ah, 0,0. Sowas passiert. Also, man wünscht sich ja immer, dass man einen Bär sieht, aber dass wir jetzt einen Grizzly auf diese Distanz beim Fressen zugucken können. Und wie er vom Hügel, vom Berg runtergekommen ist, so runtergepurzelt auch noch, ne? Unfassbar cool. Jetzt überlegen wir noch, ob wir morgen früh wirklich losfahren, weiter Richtung Kanada, weil wir eben noch nach Alaska möchten. Und die Zeit rennt und wir auch noch Ende Juni die komplette Westküste runterballern müssen, um Ende Juni dann aus dem Land zu sein. Das wird ganz schön knackig, ne? Ja. In diesem Sinne, hast du noch irgendwas, Spatze? Nein. Ich hab nichts mehr. Dann fahren wir mal wieder hier raus. Das brauchen wir bestimmt auch noch eine Stunde. Und dann machen wir mal einen Schare. Und einen gemütlichen Abend. Und das wünschen wir. Ist ganz schön kalt. Genau. Das wünschen wir euch auch. Schönen Abend, morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi. Bis bald. Ciao. Ach, und wenn euch das Video natürlich gefallen hat, ja, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Wenn noch nicht geschehen, würde uns freuen. Bis demnächst. Ciao. Tschüss. Hi! Da sind wir wieder! Da sind wir wieder!